Bitten, Herr Bundespräsident. Ich glaube, wir machen das so, dass wir jeder auf eine Seite gehen. Wenn Sie auf diese Seite gehen, können Sie mit rechts die Glocke bedienen. Ja. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir die diesjährige Hanseszene sozusagen zusammen eröffnen. Und der Bundespräsident wird gleich anblasen. Und ich erkläre hiermit feierlich die 22. Hanseszene in Rostock für eröffnet. Gelernt, meine Damen und Herren. Dann können wir also starten mit der 22. Hanse-Sail hier in Rostock, drüben am Gelsdorfer Ufer. 7 Kanonenschüsse als Gruß und quasi als Zeichen auch für den Letzten, dass die Sail damit offiziell eröffnet ist. Herr Medling hat ein Lächeln im Gesicht, das ist gut. Wetter stimmt auch. Und wir freuen uns dann auf 4 Tage hier in der Hansestadt Rostock, wo wir friedlich gemeinsam miteinander feiern wollen und wo wir natürlich auch unsere maritime Herkunft feiern wollen. Meine Damen und Herren, wir möchten uns ganz herzlich für den Besuch bedanken, Herr Bundespräsident. Allen Rostockern und allen Gästen der schönen Hansestadt Rostock schöne und erfolgreiche Tage. Rostock hat ein schönes Gesicht und das sage ich extra, weil ich am Ende des Monats noch einmal herkomme und da werden wir uns darüber Gedanken machen, dass unsere schönen Städte nicht immer ein schönes Gesicht haben. Aber jetzt feiern wir und ich wünsche Ihnen Freude und ein gutes Miteinander und viele neue Freundschaften über unsere Grenzen hinaus. Alles Gute. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, der Bundespräsident Joachim Gauck, der Ministerpräsident Erwin Sellering, Frau Jens, ich darf mich ganz herzlich bedanken. Herr Medling, danke sehr für den Besuch. Meine Herren, einmal stramm stehen und die Hand zur Mütze. Danke für den Besuch. Das war die offizielle Eröffnung, meine Damen und Herren, der Hanse-Sail 2012. Für unsere offiziellen Gäste noch ein großer Applaus hier an der Bühne des Norddeutschen Rundfunks. Meine Damen und Herren, es kann also losgehen.